Künstlerinnen und Künstler der Documenta sich hier einweisen lassen von Drucktechnikern und dann selber irgendwelche Werke drucken, das ist die toll. Dann jeder mitnehmen kann. Also, hey, das sieht richtig gut aus. Das nehme ich mit. Das ist bestimmt noch frisch. Noch druckfrisch. Auch eins? Ich nehme das hier mit. Okay. Weil das ist irgendwie, ich glaube, etwas, wo man vielleicht dahinter kommt, worum es geht. Oh. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das würde ich auch nehmen. Stop the killing. Und auf der anderen Seite hier, hey. Das sind alles Szenen aus Bollywood-Filmen. Und da geht es viel um Hunger, was ja im Moment gerade ein Riesenthema ist. Ne? Ich sag dir. Das wird wahrscheinlich richtig schlimm werden. Wir essen irre viel Fleisch, das ganze Getreide wird dafür verbraucht, für Biosprit, für alles Mögliche. Also wir könnten wahrscheinlich kurzfristig relativ viel helfen, wenn wir anders verbrauchen würden. Mit Sicherheit. Das predigt man ja schon seit Jahrzehnten. Ja. Weil ich bin seit Jahrzehnten Vegetarier. Aber ich bemühe mich nachhaltig zu leben. Aber es gibt eine Menge Leute, die das immer noch nicht kapiert haben. Ja. Es kommt immer die nächste Stufe. Es wird immer deutlicher und es wird immer dringender. Wir haben nicht mehr furchtbar viel Zeit für die Wende. Ja. Die Musik passt jetzt ganz gut hier zu der Halfpipe, wo man tatsächlich, wenn man Skateboard dabei hat, fahren kann. Und die Idee ist, für Jugendliche in Bangladesch alte Skateboards zu spenden, dazulassen, die dann an die Kids dort gehen. Ist eine schöne Idee. Aber wenn man die Sachen spendet dahin, ist es wirklich sinnvoll oder wäre es nicht besser, wenn die Leute selber Skateboard machen würden und damit Arbeitsplätze hätten? Verhält es sich nicht ähnlich dann mit den Klamotten, die wir dahin fahren? Ja. Gezählt wird. Das weiß Richard Bell, Künstler und Aborigine aus Down Under. Seit fast 50 Jahren kämpft er für die Rechte der australischen Ureinwohner. Jeder, der hier vorbeiläuft, fragt sich, was hat es mit diesen Zahlen da oben auf sich? Das ist das Geld, das uns die australische Regierung schuldet, dafür, dass sie unser Land nutzen, seit 1909. 101 Billiarden oder sowas. Eine unfassbare Summe, die niemals bezahlt werden könnte. Wir wollen auch kein Geld. Wir wollen Land und politische Rechte. Land und Power Sharing. Das Land wurde den Aborigines damals genommen. Yes, quite brutal. Ja, ziemlich brutal. Wir haben nie zugestimmt und nie Verträge unterschrieben. Wir wurden niemals entschädigt. Sie haben uns brutal überwältigt. Und was sagt die offizielle Politik in Australien dazu, wenn Sie sie darauf hinweisen? Die australische Regierung sagt, wir hätten kein Recht auf das Land. Richard Bell hat die Ausgrenzung selbst erfahren. Er wächst in einer Blechhütte in Queensland auf. Mit 19 wird er Künstler und engagiert sich im wachsenden Widerstand gegen die Diskriminierung der Aborigines. Inzwischen ist er international bekannt und seine Bilder werden in wichtigen Museen gezeigt. In diesem Bild? Ist das eine tatsächliche Begebenheit, die Sie erzählen? This is a scene from das war 1982 bei den Commonwealth Games in Brisbane. Ich war auch beim Protest und saß ungefähr hier. Ich habe diese Jungs gemalt wie die Village People, diese Band aus den 80ern. Es geht mir aber um diese Männer hier. Sie sind fast unbekannt, obwohl sie sehr wichtig waren beim Kampf um die Landrechte der Aborigines.
wichtige Menschen der australischen Geschichte. Aber sie kommen nicht vor in der weißen Gesellschaft. Deshalb habe ich sie gemalt und nenne diese Bilder Geschichtsbilder. Worum geht es auf diesem Bild? Das sieht so aus, als wäre es nicht in Australien. You're right, it didn't happen in Australia. It happened in the United States. Das stimmt, das ist nicht in Australien, sondern in den USA. In den 1950er, 60er Jahren, während der Menschenrechtsdemonstrationen. Ich war auf der Suche nach Protestbildern und fand dieses starke Motiv mit den Schwarzen, die ein Schild vor sich hertragen mit der Aufschrift »Ich bin ein Mensch«. Der Weiße, da braucht sowas nicht. Diese Bedrohung von Gewehren und Panzern gegen Menschen, die nur Schilder tragen, da werden sicher einige Angst gehabt haben. I'm sure some of these guys were very fearful in these circumstances. Sein bekanntestes Werk ist dieses bescheidene Zelt. Die mobile Botschaft der Aborigines. Seit rund 50 Jahren im Einsatz und sie wird immer noch gebraucht. Geht's nicht. Das stillgelegte Hallenbad Ost in Bettenhausen ist voll mit Aktionskunst des indonesischen Kollektivs Taring Padi. Also dieses ehemalige Hallenbad ist schon ein schöner Ort, ne? Ja. Wir stehen jetzt im Schwimmbecken. Ja. Ist ein Bauhaus, steht unter Denkmalschutz, Gott sei Dank. Und wird dann für was anderes genutzt. Ich finde die Nutzung hier sehr gut. Also ja, und jetzt hier die Werke von Taring Padi, von diesem indonesischen Künstlerkollektiv, die für den Skandal gesorgt haben mit ihrem Wimmelbild. Hier sind ja noch lauter solche Werke. Ohne Ende Wimmelbilder, die ich am liebsten alle gerne als Fotos hätte, um die zu Hause mal in aller Ruhe zu checken und dann am liebsten noch irgendwie, wieso die entstanden sind, weil da steht ja hinter allem steht ja eine Geschichte. Diese Figuren, die wurden auf den Demonstrationen gegen den Zuhachter mitgetragen. Ja, nein, das ist ja, und, absolute Protest, ne? Ja. Die Faust nach oben. Da muss man natürlich ein bisschen mehr zu wissen. Das ist ja so sozusagen angewandte Kunst in dem Fall. Mhm. Und ehrlich gesagt, da kann man schon mal was übersehen. Gegründet in dem Jahr, als Suharto gestürzt wurde. Und, der 31 Jahre lang Diktatur hatte. Ne? Ist immer Kunst Art. Als Waffe. Ne? Ja. In dem Fall stimmt das. Aber du hast gerade angewandte Kunst gesagt. Das finde ich eigentlich treffend. Ne? Also das ist ja jetzt keine als Kunst nicht besonders, aber als angewandte Kunst bei Demonstrationen und um was auszudrücken, funktioniert das durchaus, oder? Ja, also man kann stinknormal ein Transparent mitschleppen, man kann aber auch irgendwie diese gestalteten Figuren tragen. Ich glaube auch, dass diese Bilder auch viele Analphabeten erreichen müssen. Ja. Überall wird die Arbeit von Kollektiven gezeigt. In einem Kollektiv, das habe ich so den Eindruck, ist die Idee, es gibt keinen Chef, es gibt niemanden, der den Hut auf hat. Ich habe auch mal Musik gemacht, das hat bei einer Band nie funktioniert. Nein. Letztlich hat immer einer den Hut auf, so wie du den bei Bab auf hast. Oder? Also, das geht gar nicht anders. Letztendlich hat Demokratie in der Kunst nichts zu suchen, weil irgendeiner muss im Endeffekt entscheiden, wo es lang geht. Mhm. Ja, und wenn diese Richtung dann klar ist, dann können natürlich welche abspringen und sagen, nee, in die Richtung gehe ich nicht. Das ist ja völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Aber du kannst nicht über Kunst abstimmen. Das geht einfach nicht. Mhm. Und die Kunstfreiheit hört da auf, wo Antisemitismus im Spiel ist. Auf einem Protestbanner von Taring Padi sorgten judenfeindliche Motive für den größten Skandal der Dokumentargeschichte.
mitten in Kassel. Das 20 Jahre alte Bild wurde erst verhüllt, dann abgebaut. Das Entsetzen grenzenlos, die Verantwortung hin und her geschoben. Die Dokumenta-Direktorin und das indonesische Kuratorenkollektiv Ruan Krupa wochenlang auf Tauchstation. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du von dem Antisemitismus-Skandal gehört hast? Das erste war schade, dass es wirklich sehr, sehr schade ist, weil ich habe mir ganz viel davon versprochen, von diesem Perspektivwechsel. Und dass das dann zu so einem Skandal wurde, habe ich da noch nicht für möglich gehalten. Und dass keiner diesen Skandal oder diese Auseinandersetzung wirklich moderiert hat, keiner wollte schuld sein, das war nicht gut. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn man immer nur miteinander diskutiert, wenn man sowieso alles dufte findet. Wenn man sowieso nur abchillt und alles mögliche. Aber wenn dann wirklich mal hart auf hart kommt, dann ist es doch viel wichtiger, dass man sich dann miteinander an den Tisch setzt oder weiß der Geier, in ein Forum setzt und das wirklich diskutiert. Inzwischen hat die Documenta 15 eine neue Leitung und wieder sind antisemitische Werke aufgetaucht. Aufarbeitung haben sich viele anders vorgestellt. Die Kuratoren von Ruan Krupa waren leider nicht für ein Interview bereit. Um mehr über die Idee der Documenta 15 zu erfahren, treffen wir das Kollektiv Good School aus Indonesien. Im Fredericianum haben sie einen Ort der Begegnung geschaffen, wo man erstmal ein bisschen Indonesisch lernt. Das wichtigste Wort hier ist Lumbung. Aber was ist das? Lumbung is a place. Lumbung ist der Platz, an dem alle Ressourcen gesammelt werden, damit die Menschen sie nutzen können. In Indonesien ist Lumbung eine Reisscheune, in der die Ernte aufbewahrt und an alle verteilt wird. Für uns ist Freundschaft eine Ressource. Was wir für Freunde tun und was wir von ihnen lernen können. Das hier ist eine große Schule. Die ganze Documenta ist eine große Schule. Hier haben wir Elektroschrott, der natürlich auch zu uns zurückgeschickt wird. Das ist ja noch mal tragischer, weil das ist ja giftig, wenn die versuchen, da die Rohstoffe rauszuholen, auf den Müll kippen. Was wir da machen, ist einfach nicht in Ordnung. Das geht nicht, das kann man nicht machen. Das ist doch überhaupt nicht respektvoll und mit den Erkenntnissen, die wir mittlerweile haben, überhaupt nicht in Einklang zu bringen. Das kann man nicht mehr machen, das geht nicht. Wir müssen halt gucken, dass wir nachhaltiger produzieren. Also wir können nicht ohne Ende weiter Plastik verbauen und dann nach uns die Sintflut. Ich meine, Mikroplastik macht die ganze Meere kaputt, macht die Fische kaputt, macht alles kaputt. Das geht nicht so weiter. Das ist einfach nicht machbar. Jetzt muss ich dir natürlich die große Frage stellen, würdest du den Menschen empfehlen, hierher zu Documenta zu gehen? Oder würdest du ihnen sagen, lass das? Also für mich war es spannend. Also ich bin froh, dass ich hier gewesen bin, denn da alles, was ich lesen konnte, hat ein komplett verzerrtes Bild auf das Ding geworfen. Das ist auch unfair den Leuten gegenüber, die hier arbeiten, die sich ja seit Jahren mit befassen, sowas zu machen. Das Konzept war so, wie es jetzt ist. Das Konzept wird nicht in die Zukunft gehen, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, die nächste Documenta braucht auf jeden Fall einen Kurator, der auch auf Kunst achtet. Manche Kritiker haben ja vom Ende der Documenta gesprochen, haben gesagt, eigentlich hat sich die ganze Idee überholt, hört auf. Das glaube ich nicht. Das sind die großen Ausstellungen der Welt, wo die Welt zusammenkommt. Und das ist schon wichtig, dass sie weitergeht.